Wunderkunst e.V. präsentiert Plätzlfest Backstage TV 2014. Do you in English? Yeah, we can. Yes, we can. Yes, I will translate. When I ask, okay, for the German audience. Okay, 19. Plätzlfest 2014, die Herausforderung für investigativen Journalismus schlechthin, weil ich bin jetzt genötigt, das Interview auf Englisch zu machen, weil wir Gäste aus dem schönen Dijon in Frankreich haben, die gerade eben über unseren Luftraum abgesprungen sind, mehr oder weniger gerade so zeitnah hierher geflogen sind. Neusegift aus Dijon, genau. Welcome to the Plätzlfest 2014. You are Neusegift, please introduce yourself. I'm Sébastien, bassist, player. Julien, guitarist. John, batteur. Okay. Drum. The band has good question. Which kind of music do you play? Oh, mainly we play alternative rock, indie rock. It's called, energy rock things. Like Cage the Elephant, Gay Yes, some post-punk revival things. Also, sie spielen alternative Rock. Die Bands brauchen Schätzübersetzer, wie sie schon als Referenz genannt haben. Und sie haben heute was absolut Spezielles vor, weil sie drehen unter anderem ein Videoclip. You do something special tonight for the audience. You are producing a videoclip. Yeah, we really wanted to make that event special because we have so great time here in the past years. So we make it sometimes, and now we're gonna play our last single, our next single, and we're gonna make people entertain with us, I hope, and we never know. Just. Also, sie stellen ihr neue Single vor, haben richtig groß was vor hier auf dem Platz. Ich weiß nicht, ob man schon zu viel verraten darf. Es ist eine kleine Überraschung. Wir werden sehen. Und wo kann man euch finden, wenn man euch im Netz sehen will? Where can you, we find you in the internet? Yeah, at can you find John? You can find us on Facebook, SoundCloud. Okay, das war Neusegift, die französischste Band auf dem ganzen Plätzlfest. Thank you very much, Neusegift! Thank you! Wunderkunst e.V. präsentiert Plätzlfest Backstage TV 2014.